Hallo, mein Name ist André Sotter, willkommen bei Sotography und bei diesem Lightroom-Tutorial werden wir einen weißen Raum ganz clean und schön strahlend weiß gestalten. Das alles bei Lightroom, los geht's! Ich habe hier meinen Bildschirm mal geöffnet und das erste, was wir machen, wir werden natürlich die Belichtung ein kleines bisschen erhöhen. Okay. Dann vielleicht noch die Lichter ein bisschen und ein kleines bisschen die Weißen. Aber man sieht, der Raum sieht noch nicht so clean aus, wie wir es gerne haben möchten. Deshalb gehen wir hier auf unser Korrekturpinsel. Ich habe hier die Belichtung ungefähr auf 80. Und die Größe werde ich noch ein bisschen hier vergrößern. Und werde einmal hier unsere Decke anpinseln. So sieht das auch schon ein bisschen cleaner aus. Nur wir gehen noch mit der Sättigung ein bisschen runter. Dann werden wir die Weißen ein kleines bisschen aufhellen und die Schwarzen zurücknehmen. So. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen hier aufhellen. Oder am besten noch einen neuen Pinsel erstellen und noch einmal drüber gehen. So, hier sieht das Ganze auf jeden Fall schon um einiges cleaner aus. Jetzt gehe ich und mache mir noch einen neuen Pinsel und den wende ich jetzt nur für den Boden. Okay, und jetzt können wir hier zum Beispiel die Temperatur von dem Boden ein kleines bisschen ändern. Zum Beispiel so. Die Größe noch ein bisschen kleiner nehmen und hier noch diese kleine Ecke reinmalen. Okay, mal ist vorher, nachher. Und man sieht auf jeden Fall, das sieht sehr clean aus jetzt. Ich kann das Ganze jetzt einmal schließen. Und nochmal das ganze Bild im Vorher, nachher. Und man sieht auf jeden Fall, hier in der Mitte ist es jetzt irgendwie zu dunkel. Was wir dagegen machen, wir können uns die Tiefen ein kleines bisschen aufhellen hier. Ungefähr so. Damit wir nicht zu viel hier verlieren, gehe ich mit den Lichtern hier ein kleines bisschen zurück. Und die Schwarzen. Die Schwarzen müssen wir mit dem Korrekturpinsel nochmal ein bisschen reinmalen. So, dann bekommen wir auch auf jeden Fall einiges mehr Kontrast. Ich erhöhe ein kleines bisschen den Kontrast hier im Ganzen. Und damit das auch nicht zu dunkel hier erscheint, vor allen Dingen, wenn wir jetzt das vorher nachher nochmal anschauen, man sieht, die meiste Dunkelheit ist irgendwie hier drin. Das heißt, wir müssen da auch ein kleines bisschen aufhellen. Ich gehe mit der Belichtung nochmal ein bisschen höher. So. Okay, jetzt sieht es auf jeden Fall schon einiges besser aus. Und jetzt kann ich die Belichtung von dem ganzen Bild ein kleines bisschen erhöhen noch. Die Dynamik. Und die Sättigung werde ich zurücknehmen. Aber von dem Blauen werde ich die Sättigung einzeln hier ein bisschen hochheben. Somit kommen die Farben von dem Auto auch ein bisschen mehr zur Geltung. Und wie man hier sieht, durch diese Spiegelung ist das jetzt auch ja nicht mehr so richtig blau. Das können wir auch mit dem Korrekturpinsel ändern. Und zwar werde ich mir wieder einen neuen Pinsel nehmen. So klein wie die Tür ungefähr. Und damit ich auch sehe, was ich überhaupt mache, werde ich die Belichtung einmal hochheben. So, dann sehe ich mal hier rein. Werde aber die Belichtung hier wiederum abdunkeln und die Sättigung ein bisschen hochheben. Somit haben wir hier auch in der Tür ein bisschen mehr von der Autofarbe reingebracht. Okay, jetzt können wir das ganze Bild ein kleines bisschen noch nachschärfen. Gut, man kann natürlich hier das Ganze retuschieren. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Werde ich wahrscheinlich hier auch noch nicht machen. ja, aber auf jeden Fall vorher, nachher. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen sehr cleanen Raum. Und diesen Effekt können wir wiederum jetzt zum Beispiel auf die anderen Bilder synchronisieren.
Jetzt gucken wir uns das Bild mal an. So sieht das Ganze aus. Und es fehlt nur noch der Korrekturpinsel. Und wenn wir jetzt hier die Decke nochmal ein bisschen aufhellen, wird das Ganze auf jeden Fall um einiges cleaner. So, ich will mir nochmal einen neuen Pinsel. Okay, cool. Hier nochmal das Vorher und Nachher. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr sauber aus. Und so kann man auf jeden Fall sehr schnell ein cleanes Bild erschaffen. Man braucht nur einen weißen Raum. Man muss die Lichter ein kleines bisschen hochziehen und die Schwarztöne im Gegensatz runterziehen. Und mit dem Korrekturpinsel kann man dann ein kleine Feinheiten in dem Bild ausbessern. Dieses Bild kannst du dir in der Beschreibung runterladen, kannst selbst damit experimentieren, was du so daraus machst, und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Viel Spaß beim Umsetzen.